Okay, Freunde, und damit herzlich willkommen zu ja, hier dem Spiel. Ah, da hinten ist unser Alex Bond. Ich weiß, ich bin jetzt zu spät zur Party. Mit dem Chapter eigentlich schon gestern mal rauskommen. Also auf dem Weg zumindest. Holy shit, so eine kurze Range. Ein bisschen länger nach Erinnerung. Aber ich hab Bambuser. Bambuser. Ah, stimmt, das ist schon was. Dankeschön, finally. Ja, das ist relativ gefährlich. Was? Schon ein Ding? Besser, dass man drüber schneiden kann, das ist gerade ein Problem. Ja, wo waren sie jetzt? Ah, hier wird gearbeitet, egal. Ja, müssen zu machen. Ist mir ja relativ egal. Aber ich hasse die Call-Maps immer noch genauso wie früher. Kurz gedacht, sie hören. Natürlich wird schon gesandt. Egal. Ja, hab vergessen, was meine Addons machen. Also das eine weiß ich. Das macht, dass sie ziemlich schnell sind, schnell nachspawnen, also respawnen. Und noch irgendwas anderes, aber das habe ich wieder vergessen. Upsi. Ja, und das andere macht, glaube ich, auch, dass ich schneller respawn. Und wenn ich so mache, dass ich einen deutlich größeren Anteil von dem bekomme. Ja, das sieht gut aus. Sind schon mehr gespawnt? Nein. Ich weiß, dass hier noch Glück. Genau, vielleicht auch dann, wie man das dann gehackt werden wird. Hallo. Du möchtest uns erklären. Wenn nein, das auch nicht. Dann sammeln viele Zombies mit meinem Tentacle-Arm. Zerstörer kriege ich. Extra. Tschüss. Meine Fähigkeit. Und dann kann ich. Ja, sorry. Ich weiß nicht. Fast zu laut. Wenn ja, tut's mir leid. Alter, wenn man damit noch Generator drehen würde. Oh mein Gott, das ist auch schön. Töpfen, zack, komm. Da war ein Syringe genommen, das ist mir aber erstmal egal. Like, also wenn ich probier's zu planten, dann plane ich zurück. Mit meiner Faust. Ja, ich gehe auch gleich die. Ich gehe auch gleich direkt nach der Runde drüber. Er ist leider nicht reingehackt. Ich würde ihn gerne schlagen. Aber dann genau das hier passiert. Und das ist hier. Aber die kann jetzt nicht hier weiterarbeiten, deswegen ist sie auch eleganterweise gerannt. Das ist ein anderes Block von ihm. Also, wenn die jemand jetzt ein Name ist. Guck mal. Ich glaube, er hat ein echt krasses Potenzial, aber er ist nicht zu stark, glaube ich. So meiner Erfahrung nach. Ist er weiter angerannt? Ich kann es leider nicht mit dem Flix. Ja, ist das schon gemacht. Nice. Und ich glaube, ich komme jetzt auch schon mal noch. Dritte Stufe. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Ja, könnte ich was rum. Jetzt hier hinten. Ich habe immer noch beim Besuch. Oh.
Freude hat es auch nicht so viel gebracht. Die Attacke scheint zum ersten Moment ganz gut so gut zu sein. Also im Nahkampf. Aber tatsächlich ist sie auch da relativ stark, einfach aus dem einfachen Grund. Du hast deutlich kürzeren Cooldown. Und hey, ihr zeigt auf jeden Fall. Eher nicht der schlechteste Killer ist. Also komm schon, als ob jetzt alle hier dran sterben. Ich spiele jetzt auch natürlich jetzt nicht so gut, wie ich wahrscheinlich spielen würde, wenn ich auf dem Live-Server spielen würde. Aber komm schon. Stufe 3. Ja, und jetzt habe ich, glaube, 1 Meter kurz auf dem Range und das war's schon. Das war nicht mal worth it. Und da sind sie meinen Lebenden. Ja. Und hier ist die Luke. Ich ein bisschen beeilen. Oh, shit. Also. Er ist definitiv ein ganz guter Keller. Und auf Stufe 3 habe ich das Gefühl, wie wahrscheinlich einmal auch, dass sein Cooldown noch ein bisschen niedriger ist. Ja klar, der tat. Ich kann nicht so viel, dass die Claudia ihn erschrottet. Ich bin ja jetzt unten am Campen. Oh wow, okay, der hat den ganzen Team geopfert, nur dafür. Ja, wow. Also, ja, ich gehe gleich über seine Perks und so. Ich glaube, ich werde das überhaupt jetzt auch hier einfach nur rausgehen. Oh nein, das ist nicht. Wenden kann es ja jetzt jemand, der hier einfach dann rauskommt. GD. Wenigstens ist es nicht wie bei Pyramid Head, wo es ein Multi-Attacker ist. Das ist der, ja. Also, what do you mean? Like, das haben wir halt jetzt beides geschenkt. Er hat sich da hinten das Syringe gegönnt, weil ich jetzt auch nicht viel das kriegen würde. Auf jeden Fall gehe ich jetzt auch hier hinten und ich glaube, der andere Zombie ist nämlich auch hinterm Ausgangstor, weil beide Zombies sind jetzt hinten. Sehe ich das Ausgangstor? Nein. Ist er dahinter? Ja. Also wenn ich den Bill dazu bekomme, dass er infiziert ist, hat er relativ wenig Chancen. Jo, ich weiß, wo er ist. Holy shit. Wer von euch beiden ist es, Bill? Ich muss mich halt nicht mal zum Klöd kümmern. Ich bin jetzt noch ein bisschen am Trollen. Weil ich hoffe, das ist mal wie Lukas. Drei Schuss? Nein. Oh, ich schaue hier. Was macht er jetzt? Ich weiß, dass ich die Logo gesehen habe. Ach, Claudia, willst du nicht den Ausgang aufmachen? Warte ich. Mhm.
natürlich keine Angst. Weil doch gar kein Phantomien da. Spür dir. Schwer, dass sie da rausgeht. Ich wollte ja nur deswegen, dass sie da rausgeht. So, mir gerne Punkte. Punkte. Ja, es geht übrigens nur über Sachen, aber nicht durch. Und wenn ihr hier schlägt, dann das, was auf dem Boden da bleibt. Ganz kurz, das ist die Hitbox. Aber wahrscheinlich auch wieder ein bisschen höher sein. Alter, ist der Typ groß. So. Dann gehen wir jetzt mal kurz über seine Addons nicht, weil dafür habe ich nicht viel Zeit, aber wenigstens über das andere. Wir gehen nicht alles durch, aber nur das Spielplatz. Und zwar hier. Und zwar. Ich weiß, wie sie aussehen und ich weiß, wo ich sie zu finden habe. Das ist die Frage, ob ich es nur tue. Ich weiß, es ist eigentlich ein Pokémon, aber egal. Okay, A ist ein Liefer. Ich hab gerade gedacht, was hier war eins, das ist von Lieben Trickster. So, und die Addons sind ganz nice. Ich kann nur sagen, weil ich hatte jedes dabei. Das macht, dass die Zombies schneller respawnen und dass ich mehr Mutation bekomme. Wenn ich ihn zerstöre, das hier macht, dass nochmal schneller respawnen. Geschwindigkeit erhöht und wenn 5 Generatoren repariert sind, wird jeder von den beiden Zombies, den ich zerstöre, jeweils in das andere Ausgangstor gesetzt. Ja. Die anderen sind ein bisschen zu lange, um das jetzt durchzugehen. Ich hab sie schon gesehen. Sie macht am Anfang des Matches, dass man für 5, 6 oder 7 Sekunden auch sieht. Das hier macht, dass man jedes Mal, sobald mindestens ein anderer Überlebende auch verletzt ist, du jemanden in den verletzt mit einer normalen Angriff, also nicht mit meinem Rest-Dick-Ding-Slick. Er oblivious ist, also ahnungslos. Das macht also keinen Terror-Sound heute für 20, 25 und 30 Sekunden. Ui. Und Blockchain macht, dass man, wenn man einen Generator kickt, dass er dann immer um 6% zurückgeht. Also wenn man einen Generator kickt, wird er zu 6, wird die Aura gelb. Und jedes Mal, wenn man dann einen Überlebenden mit seinem normalen Angriff in den Todesstatus versetzt, also auf den Boden macht, dann explodieren diese Generatoren und fangen an zu sich zurückzusetzen mit am Anfang schon direkt 6% und dann gehen die Auren aber auch wieder weg. Und jeder Überlebende, der dann währenddessen aber schon an dem Generator arbeitete, wo, wenn dieser explodiert, der schreit und wird er incapacitated. Ich weiß gerade nicht, wie es im Deutschen heißt. Also er kann keine Schränke öffnen und nicht raus aus dem Ausgang. Ja. Ich glaube bewegungslos oder irgendwie so. Und das wird 12, 13 und 14 Sekunden. Ne, 10. 10, 12, 14. Ja, das sind die Killer-Perks. Die überlebenden Perks sind deutlich interessanter. Hier, damit ihr auch die neuen Überlebenden seht. Ja, hier seht ihr das noch direkt. Man glänzt ein Totem 20% schneller von Anfang an schon. Und nachdem man Totem geglänzt hat, sieht man die Aura von dem am weitesten entfernt für 4 Sekunden und man bekommt nochmal 20% Stackbaren, also 40%igen Bonus dann von den übrig bleibenden Totems
bis zum Ende des Strides. Weiß noch nicht ganz, ob jetzt pro Totem dann nochmal 20% draufkommen, weil ja, bei 4 bist du bei 80%. Gute 5. kannst du jetzt eh nicht machen. doch, da beim 4. hast du ja schon die 20% hast du ja schon 100, das heißt, du musst den doppelt so schnell. Und weiß ich nicht, ob das wirklich das Wirk macht oder ob es nur auf 40% hochgeht. Resurgence macht, dass man 50% nachdem man selber anhuckt, sich selbst anhuckt oder jemand anderes einen anhuckt, man bei 50% von der Heilungsbasis. Und das hier ist im Prinzip so ein Stun, wenn man anfängt einen Generator zu kicken, wird man geplantet als Killer, nachdem der Überlebende 66% des Generators gemacht hat, und da muss man, nachdem man mindestens 3 Sekunden an dem Dragon gearbeitet hat, nochmal E drücken und dann ist die Falle da aktiv für 45 Sekunden. Und alle Überlebenden sehen diesen Gen in einer gelben Aura, und wenn sie dran arbeiten, ist der auch nochmal extra hervorgehoben. Kann ich gleich zeigen. Ich spiele gleich mal mit jedem Überlebenden. Ich werde nur immer nur einen Perk mitnehmen, weil nicht die Blutpunkte. Ja. Ich glaube, die sind alle ganz nett von ihr. Ich glaube, das hier macht es einfach nur relativ sinnlos, Totems mitzunehmen. So im Prinzip so eine Art, was Undying früher war. Für Killer, jetzt für Überlebende. Also das ist, wenn man Undying ja nicht direkt selber das Undying-Totem hatte. Ja, Undying ja einfach brutal. Resurrection macht 40, 45, 50. Sehe für 2, 3 und 4 Sekunden. Es kann, glaube ich, in die Meta werden, auch wenn es immer natürlich logischerweise nur 2-mal triggert. Und das da ist ganz nett, weil der Kerl kurz gestunt wird und dann den Generator nochmal kicken muss. Weiß halt nicht, ist aber auch halt limitiert, deswegen bin ich mir nicht so sicher. Lian. Weiß auch nicht, wie es im Leuchten heißt. Ich muss mal ganz kurz gerade gucken, was hier sich ändert. Ah, okay. Ja, also es ist grundsätzlich ganz nice. Und zwar hierfür ein, wenn man sich selber heilt oder andere, macht man keine Schmerzensgeräusche und man stöhnt auch nicht vor Schmerz auf und so. Also man macht keinerlei Geräusche, auch nicht Schmerzgeräusche, indessen man heilt. Und wenn man einen Skillcheck failt, macht man auch keinen Notifikationen für den Killer, also dass da irgendwas explodiert ist. Und wenn man halt nicht trifft, dann geht er um 3% zurück. 3, 2 und 1% zurück. Flashbang macht, wenn man nach 70, 60 oder 50 Prozent repariert hat, muss man ohne ein Item in den Schrank gehen, nochmal E drücken und dann bekommt man eine Flashbang. Ja, ist ganz nice. Aber man darf sie nicht mit rausnehmen. Und Rocky Spirit, muss ich gerade gucken, was sich da ändert, aber wahrscheinlich 5, 4 und 3 Skill, gute oder großartige Skillchecks. Und das bleibt dann für immer da und man sieht immer die Augen von Generatoren, die am Question sind, also am zurückgesetzt werden. Wie sieht's aus? Sieht das aus? Ich muss gerade gucken, ich werde natürlich auch sagen, was genau sich ändert. Hier ist es. Ja, genau, 3, 4 oder 5. Okay. Ja, ich recap jetzt nicht natürlich das Ganze. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in einer überlebenden Runde wieder. Bis dahin. Und bevor ich es vergesse, bei dem Perk hier, Plastmann, dann bleibt die Falle für 35, 40 bis 45 Sekunden halt je nach Level da. So. The game. Ich würde ja gerne die neue Map zeigen, aber
Außer dass sich das hier noch ein bisschen geändert hat, kann ich da nichts sein. Und das Tutorial hat sich auch geändert, aber das mache ich gleich für mich durch und das war's dann auch. Ich bin übrigens wegen Nemesis. Hast du mir mein Ladescreen verraten? Ich mach den Bild nochmal ein bisschen lauter. Einfach raus als Bossmaßnahme. Irgendwie scheint man nicht die neue Map zu bekommen, ich weiß nicht warum. Ich glaube, hier können die Zombies halt richtig nervig sein. Und wir sind am Gym. Ich wollte die Aufmerksamkeit vom Killer. Aber. Nein, eigentlich wollte ich nur mal das hier benutzen. Die Chase-Musik ist awesome. Ich glaube, dazu hat sie eben viel zu wenig gesagt. Uiuiui. Na komm, fair. Kommt er von da oder von da? Er kommt von da. Mit einem Zombie. Ah. Vielleicht war ich schon so ein Spack. Gutes Spiel. Ja, okay. Ich habe wieder super gespielt. Beständig? Kann das beständig sein? Aus mir ein Track, ich liebe es. Ich hätte gerne gestern Abend schon ein Video aufgenommen für euch, aber. Ich hatte mega Panik, nein, Spaß. Ich hätte gestern Abend schon ein Video für euch aufgenommen und dann ist dann heute auch hochgeladen am Mittwoch. Und ich habe gestern mit Freunden gespielt, weil ich logischerweise auch nicht aufnehme. Aber ich bin bisschen. Will irgendwo kommen? Nein. Ach ja, voll auf die Erfahrung. Ich weiß nicht, ob er hier hochkommt. Scheint es so zu sein. Scheint so zu sein. Ah, oh, er hat es aber auch zerstört, schade. Ja, ich bin gerade mega lost. Okay, ich kann. Er benutzt seine Fähigkeit, dann ist das. Macht mich. Also, schlampiger Schlachter auf jeden Fall dabei. Ansonsten. Wo? Oh, das ist ein Klang. Ich war einfach mega lucky wegen Ace in the Hole. Ah, ihr kommt nicht. Ich komme jetzt auch nicht. So ein schlechter Map, aber naja. Was soll ich machen? Ich bin verletzt, ich gehe nicht dahin, wo ich weiß. Awesome, das hier ist übrigens die pure Solo-Q-Erfahrung auch auf dem TV. Ja, früher selbst befreien. Ich stimme euch eventuell mit zu dem Bots, weil jetzt dann habe ich gestern schon gespielt, von daher. Ich hatte jetzt so das größte Interesse daran. Ich hätte es ja bekommen ohne Probleme. Sonst jetzt auch nicht. Du sandbaggen, Bitch. Ich habe einen Schutzreffer und sie sandbaggt mich einfach nur. Ich wollte gerade eigentlich die Mühle platzieren anstelle von dem hier. Oh. Interessant. Ja, schade. Na, das ist so nein. Basiert, ne? So, noch 4 Minuten, na passt. Hat schon einen Skillcheck bekommen? Ups, da bin ja. Ich bin kurz rausgetappt gewesen. Ja, eventuell nicht der beste Zeitpunkt.
Mach ich einfach den Skill-Check zur Sicherheit. Und der jetzt auf Stufe 2. Schön. Als mich, danke. Ah, ich muss niesen. Ich glaube, ich mich mal vorsichtig habe. Ich habe mich nicht gemutet und ich weiß nicht warum. Oh nein, er kommt schon wieder. Ich bin richtig paranoid. Von wo? Von da. Ich glaube nicht, dass er nochmal hier runterkommt. Ich glaube, ich brauche meine Worte. Ich habe Angst, dass er gleich hier hinkommt. Und selbst wenn es jetzt auch gleich laufen würde, wäre es auch nicht so schlimm. Ich muss fucking noch mal niesen. Fuck. Ah, ich habe gedacht, ich bekomme es davon. Nice. Also ich bin dann getreten, das gab jetzt noch ordentlich Zeit. Zum Monster Shift und W-Drücken. Ja, wo ist der Zombie? Ja, oben ist ein Zombie. Und ich habe Angst. Und ich habe einen Terrorradius, das macht mir noch mehr Sorgen. Ich habe überhaupt keine Orientierungssinn, meine Freunde. Es tut mir echt leid. Okay, ich bin auf der anderen Seite der Map. Zumindest etwas, was sicher ist. Wobei ich mir sicher sein kann. Ja, schade. Tschüss. Und jetzt kommt er hier hin. Da ist der Zombie. Zumindest kann man durch Paletten zerstören. Aber man kann sie auch planten. Muss man überlegen, was man lieber macht. Fucking the game. Ich bin schon, dass er mich überhaupt nicht registriert. Also der Zombie. Ich habe trotzdem mega Angst vor dem. I mean, schon creepy. Aber selbst hier auf Indoor-Maps sind sie natürlich ein bisschen stärker als auf anderen Maps. Aber ich habe jetzt auch nicht so das Gefühl, dass die OP sind. Dass er hier noch ein Klickfang sein wird und dagegen treten wird. Und wie scheint er dich recht. Also wenn ich halt so renne, weiß ich, dass ich den Ranker bekomme für den Fastball. Zumindest dass ich bekommen sollte. Merkt man, dass ich richtig panisch bin? Ich spiele so gut wie nie überleben da. Hallo Zombie. Die wird gejagt. Wenn man zumindest sind bei mir. Und ich hab Terrorradius. Schreien. Kann ich in die richtige Richtung, kann ich in die falsche Richtung. Bin in Sicherheit. Ah, eine Palette. Ich bin nicht in Sicherheit. Help. Ein bisschen ruhiger sein. Yay, ich
bin der einzige Überlebende unter der Angsthase. Wenn es etwas ist, weil ich kann, das ist Angst haben. Ich glaube, ich habe die Luke bekommen. Seht ihr? Und der Gnome ist gespawnt. Ich habe ihn schon, deswegen interessiert er mich jetzt nicht so sehr. Also wenn ich rauskomme oder nicht, ist mir relativ egal. I mean. Sind nur ein fucking PTB. Also ich bin schon interessiert, ob ich rauskomme oder nicht. Aber zumindest würde ich ihn dann gerne noch ein bisschen länger chasen. Sorry, ich bin gerade ein bisschen ruhiger, aber wie gesagt, ich kann nicht die Sounds. Ich weiß nicht, ob mich jetzt extra gefangen gelassen hat oder nicht, aber mir egal, ich bin raus. Überlebender. Zum Glück. Ja, nice. Ich glaube, die Ränge werden jetzt nicht so. Ah, die Ränge haben wir teilweise. Nö, auf ihm. Würde ich nicht empfehlen. Ja. Ansonsten war es, glaube ich, ganz nice. So, und ich mache jetzt eine ganz kurze Pause und dann nehme ich schon direkt in das weiter rauf für euch. Okay. Wir spielen jetzt gegen Bots. Und schreiben den Support erstmal an. So, und da muss ich doch gleich einen Screenshot machen. Mir sieht links an der Seite, das sind Bots. Also das sind wirklich Bots. Ah, ich weiß nicht. Das sind fucking Bots in der Bad Alert. Abgesehen von die zwei Stand-Tutorial. Immer den Trapper dahin jagen. Oh man, selber nicht. Oh man, weiß, dass er nicht herkommt. Aber dann wird es normalerweise nicht hören. Ich glaube, da einfach Tricks gegen den Trapper-Bot. So, was macht der Facecam da? Kommt er zu mir? Ja, kommt zu mir. Ja, ich habe mir schon sagen lassen, er macht keine Launch-Attacks. Und kann er loopen. Oha, das hat er nicht. Well, maybe doch nicht. Tschüss. Camper. Upsi. Und habe ich mal abgelenkt. Holy shit. Achso, ja klar, gegen den Sitzer tritt eine Palette, aber nicht gegen mich. Idiotos. Ein richtiger Tunnel, ey. Immer diese Bots. Jetzt ist hier. Aber Mitspieler sind wirklich immer Bots. Wann hast du denn da hinten auf diese Falle gelegt? Hacker. Keine Sorge, Leute, ich hitte euch einfach gerade ein bisschen. Nee, ich wollte jetzt einfach. Jetzt auf die Runde entspannt mit euch spielen. Ich hab gesagt, entspannt. Ja, sehr entspannt. T-Bang ist das Wichtigste als Überlebender. Und er geht weg. Ja, also wenn ich gegen mich spielen würde, würde ich auch erstmal weglaufen. Weißt du nicht, was da hinten? Er wird schon hier, die Claudette. Was hat die auch mit dir getan? Also, es wird schon ein paar Mal so auf die Tage gezogen, ich glaube. Ui. Haben sie schon angeguckt.
Weiß ich aber nicht, gegen den überlebenden Paletten treten darf oder was er hier macht, aber naja. Ohne dass er die Palette jetzt zertritt, wird er mich hier nicht bekommen. Knapp. Und er lief mich schon wieder. Aber er tritt halt und ich muss gegen den Tern. Nike, also. Nee. Jake, lauf! Jake, wo läufst du hin? Hab ich seine Akku? Oder das muss dann erfahren. Ich hab nicht seine Akku. Ah, gegen Team macht der Launcher Tricks und nicht gegen Spieler interessant. Ja, da muss noch ein bisschen was getweakt werden und so. I mean. Oha, er steckt so eigentlich schon. Ich kann das. Ich muss auch schon gucken. Den hättest du niemals bekommen. Glaub mir, Körper. Und der Luft. Hey, Jake. Alles klar. Nice, ich liebe es, wenn Bots mich scheinen. Das nennt sich Selfcare. Ah ne, Selfcare ist ja langsamer. Haha. Lass mich nicht scheinen. Lass mich nicht scheinen. So ist fein. Feiner Jake. Ja, also gegen die Bots zu spielen, habe ich glücklicherweise auch ein bisschen dominiert. Halt, aber wenn jemand neu ins Spiel kommt, dürfen natürlich auch nicht zu schwer sein. Wir sollen ja auch wissen, wie man loopt und so. Und sie machen Gents, die Bots. Oder ich glaube, weiß es. So. Ich sehe nicht gesehen, Leute. Ich stehe auf blind. Blind niemand. Naja, und ich glaube, wenn man nach da oben läuft, ist er auch noch ein bisschen verbuggt, aber naja. Sind halt so Sachen. Muss man auch ran. Das ist ja auch eine der wenigen Mal, dass mit einer AI arbeiten. Aber hier mache ich es wirklich auch direkt wieder auf den normalen Live-Service. Denn jetzt glaube ich mein längstes Video, das ich jemals hochladen werde. Eines der längsten auf jeden Fall, Mann. Oh nein, ich habe Angst, ich muss einen locker. Ich frage mich schon, wenn ein Locker durchsucht, wenn man vor ihm reinspringt. Aber ich wünsche unbedingt gegen den einen Haken. Also übrigens, hier oben kann man ruhig die Dinger zerstören. Totems zerstört man auch in der Regel. Ist nie verkehrt. Sind immer noch 1000 Todpunkte. Ja, ich bin da schon voll. Upsi. Sache, die ich immer noch selber so ein bisschen üben muss, ist, wenn ich überlebender Spieler spiele, wann bekomme ich Fast Bullets und wann nicht. Ich glaube, von hier kann man keinen Fast Bullet bekommen, aber von hier auf jeden Fall. Aber nicht, wenn man gerade. Kann ich, wenn ich hier geradeaus hinlaufe? Ja. Der arme Bot. Ah, ich würde mich so hassen. Ich glaube, man muss halbwegs gerade, aber das scheint für mich nicht so gut möglich zu sein. Ah, ich glaube, da geht nicht von der Richtung. Aber ja, selbst. Aber ich jag's einfach hier rum und dann ist das Problem auch schon erledigt. Oh shit. Was macht der Wind? Was macht er? Jetzt intelligent das.
Holy shit, sagte er. sagte ich. Leben sie automatisch oder? Bleiben sie dran für mich. Aber sie öffnen sogar Fußgangstore, ey. Was macht die denn da hinten? Fucking Angsthase. Oha, Jake kommt mich nur retten. Jake! Jake! Komm, ein bisschen anstrengen, lass dich auf. Oh, lass sie. Hier wird sterben da. Mac, ich hab einen Job gepasst, wo sind die Ausgangstore? Mac! Danke, Mac. Mac bleibt stehen. Mac, Mac, wenn du rausläufst, kill ich dich. Mac. Halt er mich? Nö. Okay. Ich habe mich entschieden, rausrennen ist besser. Verständlich. Ich bin immer auf der sicheren Seite. GG, well played. Ich hab gar keinen Alkohol und kein Red Herring. Oh, das sind so die Perks, die man standardmäßig braucht. Okay, hab ich die ausgerüstet? Da wäre jetzt interessant, die ich ausgerüstet und die werden da angezeigt werden. Auf jeden Fall. Da unlockt man sich die beiden Charaktere, wenn man. Aber gucken. Ne, ich habe ja gar nichts ausgewählt. Okay. Wenn einfach nur so angezeigt. Ah, na dann. Dann kommt jetzt meine Zusammenfassung mit Chapter. Da bin ich euch auch das eine Mal angeguckt und ich glaube, was ich vor allem halt sagen kann, ist, Killer ist grundsätzlich super gut und praktisch. Also auch relativ stark. Die AI, was ich einen relativ großen Kritikpunkt gehört habe, ist halt, dass sie oft Wege halt versperrt. Das stimme ich so ein bisschen mit zu, aber gleichzeitig bin ich mir halt so, ja, na, AI ist halt so, die wird halt dahin laufen, wo die Überlebende halt ist. Von daher, wo soll sie halt sonst hingehen, in halt so Indoor-Maps? Und ich finde halt, die haben halt auch nur so einen ganz kurzen Angriff, der ist jetzt auch nicht wirklich so nennenswert. Dass ich wirklich sagen kann, ja, ist game-breaking oder so. Also, das halt nicht. Und deswegen, ich hatte es hier auch das Schlechteste von ihm. Von daher nehme ich dich und dich mit. Ja, und du kannst halt trotzdem so ein bisschen rauslocken. Klar, bei der Killer hinter dir ist es super frustrierend. Aber weil ich halt nicht so, wie du da groß ändern kannst. Aber ja. Klar, ein bisschen was dran arbeiten müssen. So. Nicht komplett überarbeiten, das auf gar keinen Fall. Aber so ein bisschen so kleinere Tweaks an der AI müssen sie machen. Und die Fähigkeit hatte, glaube ich, also was mich am meisten stört, halt einfach den Counter. Als Überlebende sich halt nicht heilen müssen, erstmal. Oder wenn sie halt gesund starten, die Zombies. aber wenn sich dann halt so die Zombies halt infizieren, dann ist man ja, dann bekommt der Killer nicht seine Fähigkeit aufgeladen. Was? Und dann können sie sich trotzdem heilen gehen noch ein paar Mal, damit die Teile weg sind, können sich wieder selbst infizieren. Durch die Zombies, ja, kann der Killer halt nichts machen, kriegt und seine Fähigkeit nicht. Die ist halt so ein bisschen ausgekontert, weil er kommt halt auf gar keinen Fall dann auf Stufe 2 oder 3, weil die Zombies, du musst 6 Stück zerstören, um auf Stufe 2 zu kommen. Auf Stufe 3 sind es mal mindestens 10. Das heißt, ja, ihr wisst ja selber, wie oft das dann ist. Und naja, weiß ich nicht, ob sich das so sehr lohnt. Grundsätzlich aber die Fähigkeit ist ganz gut und ist auch, glaube ich, stark, vor allem wenn man dann halt auf Tier 2 und 3 kommt. Ich habe halt, wie gesagt, halt diese Befürchtung, dass man die Zombies zerstören muss und dann extra diese Addons dann mitnehmen muss. Das
Deswegen hoffe ich, dass da noch ein bisschen was getweakt wird, wie er seine Fähigkeit bekommt. Dass vielleicht, wenn die Zombies die überlebenden infizieren, er auch bekommt, aber halt nicht ganz so stark. Die Zombies gehören ja auch so ein bisschen zu ihm. Das könnte ich mir eventuell noch vorstellen. Ansonsten hätte ich jetzt auch nicht so die größten, denke ich auch, ist auch relativ gut und auch fair. Das sind schon so die größten Sachen, die mich zerstören. Die Map ist ein Chaos. Seine Perks, also die Perks, das ist vielleicht nur eine Sache, über die man sprechen könnte. Aber wenn ich mich jetzt hier so infizieren lasse, habe ich keinen Nachteil davon. Er kriegt seine Fähigkeit nicht, aber. Ja, und es gibt mir halt einen riesigen Vorteil. Ich weiß nicht, was er macht, er kommt. Komm, so krass ist der Mensch jetzt auch nicht. Naja, ich habe jetzt hier zum Beispiel gesehen, hier kommt ein Zombie. Da habe ich halt nicht direkt reinlaufen, logischerweise. So ein Teil hier ist natürlich auch fraglich, kann gut gemacht. Ich krieg hier die Palette. Ich hätte tatsächlich noch gedacht, dass sie ihn hättet. Naja. Auf jeden Fall halt so grundsätzlich seine Fähigkeit, dass er halt über Blätten geht, ist mega krass. Die neuen Animationen sind super. Grundsätzlich die Perks, die Ideen finde ich auch ganz gut. Also eventuell der eine oder andere Tweak, aber grundsätzlich ist es ein sehr guter Chapter, auch mit einem sehr stabilen PTB. Ja. Ich sehe da jetzt nicht viel Kostenprobleme mit ihm. Ja, das hier ist eventuell eine Sache, die sie ändern müssen, weil, holy shit, ey, du hast halt keinen Konter. Wenn die halt, wie jetzt bei mir, hier Facecampen fast, müsste man halt eventuell machen, dass wenn halt jetzt in der vereinfachten Programmiersprache if Survivor hooked, dann Bereich verlassen. Also nicht, dass sie dann stehen bleiben, sobald die Überlebenden in den Bereich rennen, aber halt, dass sie dann den Bereich möglichst schnell probieren zu verlassen. Klar, man kann sie auch stunnen. Aber wäre ich jetzt einfach gefangen. Holy shit, dass das hittet, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, du bist immer noch in Stufe 2, du Held. Immer noch nicht. Ja. Das ist eine andere Sache. Der Bot hat besser gespielt als er. Nein, Spaß. Spaß beiseite, aber ja. Er hat halt so ein bisschen Konter und so um sich. Grundsätzlich ist er ein relativ guter Killer und bitte. Ja, auch nicht so klauen. Wozu da ist er? Ja, der kickt die auf. Das ist eine super Killer. Jetzt ist er Stufe 2. Jetzt wird er gefährlich. Ich weiß gerade nicht. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufen soll. Ja, ich hab. Ah, ich bin ahnungslos. Er hat das Sterie dabei. Das ist nicht so gut, das Perk. Ja, man kann halt die Zombies blinden und halt mit der Palette zerstören, aber so ansonsten. Ich weiß nicht, mit welchem Killer ich ihn vergleichen würde, weil er hat relativ viel Eigenes an sich. So finde ich zumindest Eos. Also kein anderer Killer kann. So viel. Kannst du bitte auch nicht so klacken? Ich hab bitte einen, danke. Ja, man kann halt, wie gesagt, blinden und so. Und das sind halt so kleine Sachen, die man halt schön machen kann. Naja, ich finde, man hat genug Counterplay gegen die Zombies grundsätzlich, aber sie dürfen halt nicht Facecamper werden. Ja, genau, ich habe Zeit lang und so lange gestunt.
Ja. Habe ich einfach durch. Das ist relativ gefährlich, jetzt da hinzurennen. Ja, vielleicht bleibt es leer. Aber trotzdem kann man hier halt so einfach rumlaufen. Was soll ich euch zeigen? Okay, zusammen. Holy shit, das war nicht geplant. Okay, hallo. Nein, nicht. Ja, komm, komm. Da komm. Komm, spring runter. Ja, wenn ich runterspringe. Ah, jetzt funktioniert sie wieder. Wenn du aber schon auf jeden Fall noch Lust. Komm, spring runter, spring runter, spring runter, spring runter, spring runter, spring runter. Schade. Ich würde mich gerne heilen, aber nein, ich krieg nur noch eine Taschenlampe. Ja, verbrauche ich schon den letzten. Ja, mein okay. Ich bin ein bisschen zu helfisch. Weil sich selbst nicht ehrt. Das ist Teams nicht wert. Wir sehen uns beim letzten von daher. Das Team ist lediert. Was mache ich? Was mache ich? Sie hat ihn aufgesammelt. Gut. Dann bin ich jetzt erstmal hier in einem Gen, weil wir müssen trotzdem Gens machen. Ich habe jetzt genug Aufmerksamkeit für mich gesorgt. Ich zeige euch vielleicht, dass das gut wirkt. Das wollte ja eben, das so ein Wirkstamm zu machen. Ja. Jetzt zum Beispiel für 3, jetzt hat er auch eine 1 Meter höhere Range. Macht jetzt nicht so den großen Unterschied. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass selbst auch ein fucking Pitybean mich machen vorhanden ist. Das ist immer super, den Killer zu mir zu bringen. Ach Gott. Help. I don't wanna be chased. I don't wanna be chased. Was wollte ich hier planen? Hallo. Spring. Danke. Ja, ich weiß, wie ich hier drüber schlagen kann. Er blockt mir gerade die Palette weg. Wie toll hat das geht. Ich kann hier gerade nicht so viel machen. Ja, eventuell seht ihr so ein Zombie und das sind halt so Sachen, ne? Hat man leider nicht so den größten Kontakt, aber grundsätzlich bin ich sehr zu wieder OP noch so zu anfassen. Ihr müsst halt ein bisschen mehr Countermöglichkeiten dazu für mich. In solchen Situationen so. Bei den Jagden kann das schon ordentlich verderben. Sie dürfen halt nicht komplett weg sein in Jagden, weil, ja. Wäre auch scheiße. Die Sendung ist so gut. Aber es darf halt auch nicht so nervig sein. Weil das halt dann so nervig ist. Also sie dürfen halt, halt nicht so nervig sein, dass sie dann Loops und so blockieren. Oh, perfekt. Okay, dann bist du hier. Wehe, du kommst nicht ab. Gut. Alter, das Spiel wird einfach ein Jahr lang. Oh nein. Ich bin halt Sandberg bestimmt. Hier ist ein Loop. Ja, ich habe ja auch keinen Konter. Es ist super unsafe hier. Ich hab's gemerkt, ich hätte weglaufen müssen. Ja, seine Fähigkeit, die Paletten zu zerstören, ist natürlich awesome. Ich bin jetzt leider tot. Ich konnte euch leider nicht alles zeigen. Aber die Map ist chaotisch, die ist gigantisch. Man hat kaum wirklich großen Überblick. Ja, aber grundsätzlich gut, das Chapter, die Map braucht ein paar Tweaks, er braucht ein paar Tweaks und die Perks brauchen ein paar Tweaks, aber das sind wirklich alles kleinere Sachen. Grundsätzlich, das sind super DLC und ich freue mich schon, wenn es dann am 15. released wird.
jetzt wechsle ich auch wieder auf den Live-Server. Und das war jetzt genug des Ausprobierens. Bis dahin. Ciao.